Kuhle zusammen. Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der Bruchwegbericht vor dem Hoffenheim-Spiel. Und schlauer Spruch zum Reinkommen. So schön der erste Sieg auch war, nachlegen heißt jetzt die Devise. Zitat, sonst war der Sieg nichts wert. Zitat Ende, sag nicht ich, sagt Edmílson Fernández. Einer, der tatkräftig mitgearbeitet hat an der Trendwende in den letzten Wochen. Und mit dem Schweizer Nationalspieler werden wir uns später in der Sendung noch etwas genauer beschäftigen. Wollen jetzt aber auf das Duell gegen Hoffenheim schauen, beziehungsweise hören konkret auf das, was unser Cheftrainer Jan-Moritz Lichte dazu zu sagen hat. Bitte schön. Ich glaube, wir haben insgesamt Spieler, die Tore schießen können. Und wer das am Ende macht, ist nicht entscheidend. Wenn Mateta dann die Tore macht, dann wird man eine Woche nur nach Mateta gefragt. Und wenn vielleicht ein anderer die Tore schießt, dann beantworte ich zu dem anderen dann die Fragen. Und das ist insgesamt eine gute Situation. Und wenn man dann sich anguckt, ich hatte es vor ein paar Wochen schon mal, da waren wir dann auf in der Statistik Großchancen auf Platz 7 vorgerückt, jetzt sind wir auf Platz 5. Dann zeigt es, dass wir insgesamt eine gewisse Energie und Dynamik nach vorne haben und das auch spielen wollen. Ist dann einfach so, wenn man hart arbeitet, dass man sich irgendwann belohnen kann. Und das hat jetzt mit Hoffenheim und dem Spiel gestern dann für uns in der Vorbereitung nichts zu tun. Wir erwarten einfach dann das, was Hoffenheim bieten kann. Und das sind sehr, sehr gute individuelle Fußballer mit einem guten Gesamtplan, mit ja, schon Fähigkeiten, auch individuellen Fähigkeiten, die absolut auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Und da werden wir uns gegenstellen als Team und werden versuchen, unsere Stärken mit reinzubringen und dann das Spiel für uns zu entscheiden. Denkt dran, Anstoß am Sonntag ist um 18 Uhr und höchstwahrscheinlich wird dann auch wieder Eddie mit von der Partie sein, also Edmílson Fernández. Nur auf welcher Position genau, weiß Stand jetzt wahrscheinlich nur sein Trainer. Der 24-Jährige ist nämlich extremst flexibel einsetzbar, hat in den letzten zwei Spielen auf 4 verschiedenen Positionen gespielt und das sogar sehr gut. Und wie anfangs bereits erwähnt, sieht er es als direkte Aufgabe der Mannschaft an, gegen Hoffenheim punktemäßig nachzulegen. Mateta, da sind aber 5 Schalker um ihn rum, legt ihn nochmal ab und dann der Schuss von Edmílson Fernández. Die Entwicklung bei ihm geht einfach dahin, und das habe ich ja nach dem Schalke-Spiel gesagt, so dieses alles, was man hat, in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und wenn man das schafft und wenn man diese Spieler dann hat und die Spieler das für sich begreifen, egal wo ich spiele, das ist etwas, wenn man dann so ein Spiel wie gegen Schalke von ihm sieht, das ist etwas, was dann als Trainer einfach sehr, sehr positiv hängen bleibt. Depuis longtemps, j'ai commencé en 10 et après j'ai commencé à jouer à 3 derrière et jouer à droite. Mais comme j'ai dit, j'arrive à m'habituer à la position, puis je fais de plus pour l'équipe. Das Tor gegen Bremen ist für mich so ein ganz, ganz typisches Beispiel aus der letzten Saison, wo man sieht, was vielleicht dann noch mehr in ihm schlummert. On a un match dimanche très important, Hoffenheim. On doit faire un bon match, on ne doit pas relâcher. Et puis on va tout faire pour gagner ce match. Mais c'est clair qu'il ne faut pas lâcher dans la tête. Auf unserer Homepage findet ihr übrigens noch einen sehr schönen, längeren Artikel über ihn. Leseempfehlung sehr hoch. Und deswegen haben wir den Link auch nochmal in der Infobox mit eingearbeitet. Zurück zum Flutlichtspiel am Sonntag. Das muss leider wieder ohne Zuschauer ausgetragen werden. Deswegen als kleiner Trost vielleicht nochmal der Hinweis. Unser Webradio 05er FM überträgt wie immer die kompletten 90 Minuten in voller Länge. Ist doch klar. Sendungsbeginn ist immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Heißt in diesem Falle um 17:45. Also bis dahin, macht's gut, wir machen's ja auch. Und nicht vergessen, noch eine Kerze anzuzünden. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, ihr kennt das ja.